Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, durch freundliche Hilfe von Sebo und Prophet, ja, muss man mal loben, die zwei, kann ich auf jeden Fall mit den Projekten, was ich für dieses Wochenende da auch durchziehen, weil die Jungs mir mein Feld hier ein bisschen aufgeräumt haben, wieder aufgeschüttet haben. Das war mal so eine Nacht-Nebel-Aktion. Ja. Weil ich sehr wenig Zeit hatte, die Woche überhaupt was ein bisschen vorzubereiten. Okay, ich habe da die Wand hochgezogen, aber das ist nichts Großes. Und drinnen ein paar Barrels gemacht. Okay, das waren ein bisschen mehr. Aber sonst hätte ich das alles knicken können, was ich vorhatte. Weil wir wollen nämlich definitiv mit der Raffinerie anfangen. Ja. Steht bei mir auch als Punkt 2, da könnte aber auch Punkt 3 werden. Weil als allererstes steht dort Sodium-Persulfat. Und das wollen wir herstellen. Für Sodium-Persulfat, da habe ich hier eine Seite. Da brauchen wir einmal zwei Chemical-Reaktoren und eine Distillery. Chemical-Reaktor habe ich noch da. Da brauche ich zwei Zinnrotoren. Das schmeißen wir gleich mal rein. Ja, wie gesagt, und die Erzverarbeitung liegt bei mir auch noch so halb auf dem Plan. Also könnt ihr euch darauf freuen, auf die nächsten Folgen. Und für die, die sich noch wundern, warum, wo ich gefragt habe in der Folge, die ist jetzt erst in der Woche jetzt rausgekommen. Habt ihr geschrieben, ich soll den Admin-Anchor, kann ich ruhig aufstellen und kann ich aufstellen und darf ich aufstellen oder soll ich aufstellen? Whatever. Und wenn sich einige bestimmt gewundert haben, wieso hat er das bis jetzt noch nicht gemacht? Ist wirklich ganz einfach erklärt. Es lohnt sich einfach nicht. Ich habe zwar mittlerweile auch dadurch, dass ich die Seite mittlerweile mit Benzin habe und die Seite mit Benzin habe und ich bräuchte dann einfach nur ein Kabel rüberlegen, was das wenigste Problem wäre, aber ich habe hier keine vernünftige Aufbau einer Automation. Also, dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, okay, ich hau hier eine Kiste hin, stelle den Admin-Anker auf und der läuft durch. Hab ich nicht. Und vor allem, die Kisten laufen mir irgendwann voll. Also ich habe hier oben drauf, okay, es sind noch Eisenkisten. Vor einigen habe ich jetzt schon Gold und Diamant. Aber dadurch, dass die halt nicht weiter verarbeitet werden oder ich da wirklich mehrere Kisten hintereinander geparkt habe, lohnt es sich wirklich einfach nicht. Weil in der Zeit, wo ich hier rumbaue oder auch mal von den anderen einer, kann ich das laufen lassen. Also wenn ich mir vorstelle, die zwei, da waren jetzt 30 und da waren 46 drin. Die laufen auch so durch. Und Gott sei Dank habe ich genügend Zeit, dass ich auch einiges hier machen kann. Oder wie gesagt, mir die Jungs dann eben helfen. So. Genau, wir wollten ja, genau, Chemical Reactor bauen. Jetzt muss ich nur mal gucken, habe ich genügend Glas? Natürlich nicht. Ich brauche noch 3 weiteres Glas. Schmeiß mal auch mal gleich rein. So, 21 Circuits habe ich wieder. Hervorragend. Weil da werden wir jetzt auf jeden Fall auch einige brauchen. Vor allem, wenn wir dann Richtung Erzverarbeitungshaus gehen. Und das Lustige ist, wenn das Erzverarbeitungshaus steht und Raum 1 und da wird eben der EBF dann mit drin sein und der läuft, bin ich auch schon bei HV, das heißt, dann bin ich auch in der Nähe vom Anchor und dann werde ich auch keinen Admin-Anchor mehr nehmen, weil dann finde ich das, kontraproduktiv. Für die sich wundern, ich habe da hinten mal einen Baum gesetzt.
nicht zur Verschönerung der Landschaft, sondern mein gesamtes Holz von dem Baum, den wir am Anfang hatten, ist weg. Und die GT++-Bäume kann man nicht sägen. Also außer ich bin zu blöd dazu. Also ich habe sie nicht in den Cutting Machine gekriegt und aussägen. Und ich brauche ja tonnenweise Kisten für das Gebäude da nebendran. So. Packen wir durch. Ja, und darum brauche ich Holz. Und dann habe ich mir gesagt, okay, bauen wir wieder so ein Bäumchen auf. Ja. So, das waren auf jeden Fall zwei. Ich hätte vielleicht noch gucken sollen. Was war der dritte? Das dritte war Distillery. Das da. Ich brauche nochmal zwei Glas. So, dann brauche ich auf jeden Fall Kabel. Bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, wie viel Kabel das ich noch habe. Gleich was machen. Muss auch mal mit den Crops weitermachen, weil mein Problem ist, dass ich an den Crops auch zu wenig rumbastel. Müssen wir auf jeden Fall auch nochmal weitermachen. So, okay. Also, das haben wir. Wir wollen jetzt auf jeden Fall einen 2 Chemical Reactor bauen. Das heißt, ich brauche schon mal 4 Kabel, 4 Circuits, Motor. Also, du kommst schon mal nach unten. Kommen dahin, ich brauche 2 Motoren. Bronze Flutpipe kann ich mir auch gleich rausnehmen. Du kommst dahin, der Rotor kommt dahin. Und ich brauche noch 4 Circuits, beziehungsweise nein, ich nehme gleich 6 mit. Der andere braucht auch einen. Bin ja gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich es brauche. So, wir haben Basic Chemical Reactor. 2 Stück. Und jetzt brauchen wir noch eine Distillery. Dafür brauche ich noch eine Pumpe. Okay, kommt dahin. Dahin. Das kommt dahin. Die Circuits kommen dahin. Und ich brauche noch mal einen Zinnrotor. Brauche ich auch noch Schrauben? Und Schrauben brauche ich auch noch. Einmal Gold. So. So. Also mal, dass ich schneller bin als der da drüben. So, ich bin nur gerade beim Überlegen, wie ich das jetzt dann aufbaue und vor allem wo. Ich hätte gesagt, ich mache mal hier. Dann mache ich hier jetzt eine Abzweigung rein. Das wäre eigentlich totaler Blödsinn. Eigentlich müsste ich es hier mit aufbauen. Aber eigentlich habe ich hier, ja. Platz. Habe ich denn noch überhaupt einen Battery Buffer oder sowas ähnliches hier rumfliegen? Das ist jetzt halt schon wieder die interessanteste Frage. Beziehungsweise, nein, ich mache so, ich kann es doch so machen. Ich habe doch hier, ja, brauche ich aber auch einen Battery Buffer. Ich habe zwar einen hier, der geht dann daher, hat dann 1, 2, 3, 4, 5 Maschinen. Müsste dann einen machen. Und geht dann hier weiter.
Oder ich baue es draußen auf, also hier. Mein Problem ist halt nur, ich müsste halt auch eine Abzweigung reinbauen. Brauche ich auch einen Battery Buffer. Wie gesagt, wäre aber Schnuppe. Können jetzt sozusagen hingehen und sagen, okay. Ah, okay, da ist sogar ein Battery Buffer. Also ich sage, okay, ich gehe mit hier einem her und gehe hier raus. Problem ist nur, ich glaube, ich habe keinen mehr, ne? So, Battery Buffer, dann Stern LV. Danke. Habe eine am T. Aber ich müsste noch einen haben. Bin der Meinung, ich müsste noch einen haben. Ich habe doch im Nether in meiner abgebaut. Da war doch ein Battery Buffer dabei. Genauso wie ich oben die Pumpe abgebaut habe und da war auch ein Battery Buffer dabei. Wo sind die hin? Hat die jemand brauchen können? Oder erfolgreich verloren? Also der Miner und die Pump sind hier. Und ich weiß, da hatte ich hatte auf jeden Fall irgendwo einen Vierer dabei. Es könnte natürlich sein, dass ich dann gesagt habe, okay, ich nehme den und baue den daher. Ah, dann müsste ich noch einen zweiten haben. Wo habe ich den hin? Komisch. Ja, wobei. Ich glaube, ich habe jetzt nur nach den Großen geguckt, ne? Nach dem Vierer und nach dem Neuner. Aber ich habe hier keinen. Doof, 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 doof. Aber nicht zu doof. Das heißt, ich brauche hier mal bitte 6 Stahl. Schmeiß den mal da rein. Gib mir mal 2 davon. Schmeiß die hier rein. Bin ja momentan beim Überlegen, ob ich mir einen zweiten EBF baue. Also sozusagen, dass ich den, wo wir jetzt drüben haben, erstmal komplett stehen lassen und den ignorieren sozusagen, dass ich den weiterhin benutzen kann. Aber halt ein bisschen eben. Aber wir dann sozusagen den einen zweiten aufbauen, dann haben wir ja dann gleich sozusagen schon den ersten Teil dann drüben für die also für die Erweiterung, weil da drüben soll ja irgendwann ein Vierfach stehen und nicht nur ein einfacher. Ja, ich brauche noch eine Kiste, bitte. Schließt gerade eine Wette ab, dass ich jetzt danach den Battery Buffer finde. So, okay. Dann hätte ich gesagt, ich schließe die schon mal an. Und dann bräuchte ich mal bitte 8 Batterien. Die ist da in der Kiste vergammeln. Weil ich die da reinschmeiße, ist ja wohl wurscht. So. Gib mir mal bitte einen Wirecutter. Ich glaube, das hat er nämlich nicht akzeptiert. Doch, das hat er akzeptiert. Hat nur ein bisschen länger gedauert. Okay.
Habe ich nicht vergessen. Ein bisschen lahmarschig. Oh, war sogar richtig. Mauer drauf. Der Rest ist mir egal. So. Okay. Dann heißt es jetzt, wir brauchen den. Ich mach mal die Linie so, dass ich eventuell hinten was machen könnte. Dann brauche ich ja nochmal auf jeden Fall ein Zinnkabel. Sollte ich auf jeden Fall auch ein achtfaches nehmen. Was ich mal wieder nicht habe. Oh, jetzt 9. Okay. Heißt jetzt für mich aber, ich möchte auch jetzt hier einen Chemical Reactor, den stelle ich jetzt aber auch gleich da drauf. Dann brauche ich meinen Wrench. So, dann brauche ich jetzt natürlich noch Schrauben. Habe ich die einstecken? Ja. Rotor, habe ich den einstecken? Nein. Okay, dann heißt es jetzt Rotor und die Schrauben. Ich habe die Rubber Rings. Achso, nö. Motor habe ich auch. Nicht gerade. Was übersehe ich? Also ich habe mir mein Kabel. Entschuldigung. Das Kabel habe ich übersehen. Das war's. So, okay. Basic Distillery. Haben wir alles. So, dann schauen wir jetzt mal, was wir jetzt noch brauchen. Also, wir möchten ja sozusagen das Zeug jetzt verarbeiten. Hydrogensulfid. Bin gerade beim Überlegen, ob ich es auch wieder drehe. Nein, ich muss doch von da aus. Wie heißt es? Sodium Persulfat. Sodium Persulfat. Lauter Freude. Es ist doch anders. Das ist nicht Persulfat, sondern Bisulfate. Fast dasselbe, aber nur fast. Weil wir möchten ja sozusagen diese Boards jetzt nehmen und in diesem Sodium Persulfat, nee, das heißt wirklich Sodium Persulfat, bin noch nicht doof. Machen. Sodium Persulfat. Ah, okay. Also das wird zum Sodium Persulfat. Bisulfate. Das wollen wir ja herstellen. Das machen wir im Chemical Reactor. Mit Sulfuric Acid. Brauche ich nicht das viel. Nee, ich brauche Sodium Persulfat. Stimmt.
muss das aber herstellen, ja. Engine verwirrt. Entschuldigung. Verwirrt ist, kennt ich sein. Okay. Also, das heißt, ich brauche dann Salz. Ich habe gerade gedacht, der steht neben mir. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Mit dem muss ich mal ein ernstes Wort reden. Au! Der will mit mir mal, glaube ich, ein ernstes Wort reden. Ich habe schon mal gesagt, dass ich diese kleinen Viecher hasse. Er vertrischt mich gerade und ich ertrink gerade. Wo bist du, kleiner Scheiße? Ich muss dich nur erwischen. Ich muss dich nur erwischen. Und ich ertrink nur einmal durch einen Zombie. Jetzt, solange ich es noch im Kopf habe. Frisch. So. Aufmachen. Kataradatsch reinhauen. Das kann ich auch mal weghauen. So, ja. Also. Das heißt, es geht für mich genau andersrum. So, das werde ich jetzt dann doch anders machen. Das dann doch in der Wand entlang laufen lassen, weil ich das brauche. Weil ich den Platz brauchen werde. Bin mal gespannt. Ich brauche jetzt noch 1, 2, 3, 4 Kabel. Heißt, ich kann schon mal 16 Zinn nehmen und die reinhauen in die Wiremill. Mein Problem wird irgendwann sein, dass mir jetzt dann irgendwann das Rubber Sheet ausgehen wird. Soll ich auch mal wieder nachbauen. Okay, also, wir haben jetzt dieses komische Hydrogensulfid. Hydrogensulfid kommt in den Chemical Reactor. Mir selber nicht mehr über den Weg, glaube ich. Das war's, glaube ich, nicht. Wasser ist es definitiv auch nicht. Sulfur brauche ich auch nicht. Ich könnte sogar Sulfur draus machen. Ich glaube, ich brauche Sulfurdioxid. Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Schau mal. Dann habe ich jetzt als nächstes eine Distillery. Okay, dann war das definitiv nicht. Ich glaube, ich habe mir das jetzt schon 5000 Mal angeguckt, ne? Und ich kann es mir nicht merken. Das ist schlimm. Also ein Chemical Reactor mit Salz. Sulfuric Acid. Und Sulfuric Acid mache ich in der Distillery aus Diluted. Ah, also doch das erste. Und das Diluted mache ich im Chemical Reactor aus Wasser und Hydrogensulfid. Okay.
Ja. Aber das machen wir so. Hydrogensulfid dilutated sulfuric acid. Das kommt jetzt dahin. Kommst dahin. So. Dann kann ich da mal ein Stack. Nee, ich möchte nicht so viele nehmen. Ich nehme erstmal 16. 16 mal davon. Aber da mein Wassertank. Pack den Wassertank da rein. Pack das da rein. So. Und dann brauche ich jetzt nochmal eine. Mein Lieblingswort. Eine Pumpe. Entschuldigung, für die, die jetzt taub sind. Pümpchen herstellen. Doch, diesmal darf ich das Kabel nicht vergessen. Nein, ich brauche noch einen Motor. Und da ist mir jetzt auch das Kabel ausgegangen. Motor, Pumpe. So, dann kommst du da oben drauf. Dann brauche ich jetzt aus deinem Rucksack Screwdriver, Export. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt 1, 2, 3, 4. Hier mal Röhrchen. Sogar so reichen. Also das heißt, du kommst dahin, dahin, dahin. Und der fängt gleich das Arbeiten an. Und wir haben diluted acid. Das kommt jetzt in die Distillery mit dem Programm Circuit One. Also brauchen wir noch mal einen Circuit. Circuit Numero Uno. So, dann ist es nicht laut. Muss mal wieder die leise machen hier basteln, wenn ich keine mehr habe. War doch. Moment. Eisenplatte? Oh. Probier mal. Es war fast richtig, fast. Es sind zwei. Habe nur einen rein. Der geht ein bisschen schneller. Die Maschine schneller, die Klappe. Gut. Das heißt, wir haben jetzt das. Dann brauche ich jetzt als nächstes mal einen Wrench. Genau, habe den schon rüber geswitcht und sage zu dem Fluid Output. Dann geht das in die Distillery mit dem Circuit Number One. Und wir haben Sulfuric Acid. Und ja, und diesmal bin ich so schlau, ich mache gleich drei. Weiß ja nichts mehr auszuhalten.
Du bist mal bitte als erstes ruhig. Danke. So, dieses Sulfuric Acid geht jetzt als nächstes wieder in den Chemical Reactor. Oh mein Gott. Mach das mal. Auch nochmal Circuit 1. Und ich brauche Salz. Und nochmal ein 1. Circuit. Das wissen wir schon, wie das geht. Ich bräuchte mal bitte Salz. Salz in der Suppe. Muss das Salz sein? Korrekt. Oh, jetzt dahin. Ist wieder rüber. Wir haben wieder Fluid Output. Dann brauche ich nochmal Circuit Nummer 1. So, dass ich den noch nicht weggeräumt habe. Jetzt hätte ich es gerochen. Und da ist Salz rein. Ich gehe meine 2 Kumpels holen. Mit zwei Leise Hydrochlorid Acid. Was ich da draus machen kann, weiß ich noch gar nicht. Ah, okay, könnte ich spalten wieder in Chlorid und Hydrogen. Also nicht mal so schlimm. Es geht sogar im Kleinen. Auch aber einen Circuit dafür, okay. So, jetzt heißt es, wir haben jetzt schon mal Sodium Bisulfate. Hoffe, ich spreche das richtig aus. So, das heißt, ich brauche jetzt nochmal einen Electrolyzer. Ist ja wunderbar. Electrolyzer. Habe ich noch einen an? Electrolyzer. Bei Circuits bisschen Gold. Da rein. Goldkabel, normales Kabel habe ich auch. Bei Circuits. Rein. Ich finde es schön, wie schnell das geht. Brauche ich nochmal? Ja, ich brauche noch ein Glas. Das richtig, ich habe das richtig noch im Augenwinkel gesehen. Geht ja auch Gott sei Dank schnell. So, ein Glas, danke. Bin gespannt, was ich vergessen habe. So, du kommst dahin, du kommst dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Kabel kommt dahin. Nix. Auch nicht schlecht. Nix vergessen ist super. So, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Aber, und das ist jetzt das ganz Wichtige, Item Output. Und dann machen wir mal hier
12 Zellen rein. Dann bin ich jetzt gespannt, was ich noch brauche. So, als erstes kann ich auf jeden Fall meinen Boden wieder reinsetzen. Klack, klack, klack. Wo denn? Ich irgendwas vor Maschinen. So, jetzt haben wir Sodium Persulfat als Flüssigkeit. Und ich brauche jetzt nochmal einen Chemical Reactor. Schauen wir mal, ob der Onkel aufgepasst hat. Nicht ganz. Das ist das Schlimme. Aber vielleicht kriegen wir es ja doch hin. Ich glaube, das war das Ding mit dem Motor oben. So. Das haben wir. Langsam wird mir das Poly ausgehen, oder? Naja, nur 71 habe ich. Noch. Halt. Weiß schon, warum, dass ich nochmal ein paar Circuits habe durchlaufen lassen. Hätte ich nur die 11 Stück, die wo drin waren, genommen, hätten sie nicht gereicht. So, ich glaube, das war da. Das war, glaube ich, da. Das war, glaube ich, da. Das war da. Das war da. Und irgendwas habe ich vergessen. Ich habe die bestimmt weggemacht, oder? Nee, da. Ah, okay. Chemical Reactor war doch da leider der mit, oder? Mit dem Ding da oben. Glaube, ich weiß jetzt schon, warum das der Rotor, glaube ich, da als Standard drin ist. Laut. Sagte er. Ja, genau. Hast du die ganze Zeit im Abflug gebaut? Bau dir noch einen. Sehr gut. Mach ich hier schon. Auch ein ruhiger. Hat zwar immer noch was Angenehmes, der da. Von der Lautstärke her auch, wenn's. Aber. Halt positive Effekte. Außer ich habe den Rotor gebraucht unter dem Motor. Moment. Chemical Reactor. Motor. Ah, nein, ich hab das schon richtig noch gehabt. Den Rotor habe ich nur vergessen und das andere habe ich falsch rumgemacht. So, dann heißt es, jetzt kommst du dahin. Kommst wieder dahin. Nein, du kommst dahin und freie Hand. Und das Sodium Persulfat geht bitte als Fluid Output raus. Hydrogen. So, jetzt habe ich hier noch mal Hydrogen Nachschub. Das ist super. So, das heißt jetzt für mich, ich brauche jetzt noch mal bitte hier mal Gold. Aber das wollen wir auf jeden Fall noch einbauen, das Ding. Naja, klar. So, dann warten wir, bis er fertig ist. Gold drückt sich ja langsam. Muss ja eigentlich mal Security einstellen, wenn ich hier mit Gold arbeite. Okay, das heißt, du kommst jetzt da rein und du kommst da rein. Das Ding läuft.
Ist das nicht schön? Also sozusagen, jetzt machen wir aus einem 4. Wollen wir das hier machen? Da muss ich einfach nur hingehen und da sagen, okay, 16 Wasserzellen. Rein. Dann fängt er wieder das Arbeiten an. Und dann verbraucht er einfach nur das, was der da drüben sowieso produziert. Und ich habe gleich noch was, was ich super verwenden kann. Bin. 8 oder er braucht ja gleich 4. Er ist aber immer noch weniger. Können wir gleich sehen. Ich glaube, der braucht 4. Ja. Aber so brauchst du halt 4 Ingots und nicht 1, was du zweimal durcharbeitest. Super. So, und so können wir jetzt die Boards herstellen. Sehr billig für lustige Maschinen. So, und dann stellt er das Zeug noch her. Und ich muss die Pumpe mal demnächst wieder aufstellen, weil sonst verbrauche ich kein Hydrogen mehr. Sonst brauche ich noch einen Supertank für Hydrogen. Und ich weiß, ja, ich habe da einen Supertank drin. Aber nein, der ist nicht für Hydrogen, sondern für Öl. Problem wird nur irgendwann sein, dass ich auf jeden Fall eine vernünftige Salzproduktion aufbauen muss. Und ich weiß noch nicht genau, wo ich genügend Salz herbekomme. Ah, okay. Frage hat sich gerade erübrigt. Ich muss die einfach nur mal weiterverarbeiten. Ja, passt. Also wie gesagt, so kriegen wir die Boards für unsere Good Circuits. Das haben wir jetzt sozusagen wieder vergünstigt, dass wir dann da schon mal auf jeden Fall mehr machen können. Ja. Beim nächsten Mal will ich auf jeden Fall am Magneten arbeiten. Das ist auch nämlich wichtig. Also das da kann ich mal schon mal wegnehmen. Erstens habe ich da viel zu wenig draufgeschrieben. Aber was vor allem wichtig ist, Sodium Persulfat. Abgeschlossen. Wie gesagt, Raffinerie wird noch nicht beim nächsten Mal losgehen, weil... ja, da muss ich noch ein bisschen Material vorarbeiten, weil wir, wie gesagt, wir brauchen da ein bisschen Circuits, weil wenn ich die Raffinerie ans Laufen kriege, da werden auf jeden Fall Minimum 9 Maschinen reinkommen am Anfang. Und diese 9 Maschinen müssen auf jeden Fall dann auch alle sauber laufen und davor muss noch das Öl aufgestellt werden und. Das wird noch schön. Da kann man es dann drauf freuen. So, ja. Und ich brauche nur, wie gesagt, Wasser reinschippen. Das gefällt mir am meisten. Das ist, wie gesagt, ein Beiprodukt aus der Leitfühlproduktion, die wo ich so oder so brauche. Wo ich sowieso brauche. Ohne Benzin läuft nichts. Aber wieder umschütten. Ja, der hat jetzt ja auch die da noch am Laufen. Wir trinken ja auch ein bisschen was. Angenehm. Jo. Halt, ich kann mal schnell gucken, ob er meinen. Oh, meine Steine hat er durch. Ja, ich arbeite nämlich gerade noch nebenbei am Dach für das kleine Försterhäuschen.
Weil das müssen wir nämlich auch mal demnächst fertig kriegen. Weil da müssen wir nämlich dann mal anfangen. Das aufzubauen, damit wir unser Holz endlich loswerden. Und mit Steve Katz habe ich auch schon was im Kopf. Ja. Ja. Es gibt noch viel zu tun. Wir fangen aber jetzt nicht an, sondern wir hören jetzt auf. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Videos von mir. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.